Tausende Umweltschützer haben am Hambacher Forst friedlich gegen Kohleabbau demonstriert und einen vorläufigen Rodungsstopp gefeiert. Die Veranstalter geben die Zahl der Teilnehmer mit rund 50.000 an. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl hingegen deutlich niedriger. Mehrere Umweltverbände, darunter Bund und Greenpeace, hatten zu der Veranstaltung aufgerufen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am Freitag einen Eilentscheid erlassen, wonach der Hambacher Forst nicht gerodet werden darf, bis über eine Klage des Umweltverbands Bund entschieden ist. Damit rechnet der Energiekonzern RWE, der den Wald abholzen will, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau zu erweitern, aber nicht vor Ende 2020.